noch mal 20 rausgeholt. Ja, super. Ich glaube, da muss ich mir noch was zu trinken holen. Aber die Lokse kämpfen nicht gegen die anderen, ne? Die Lokse sind ja auch friedliche Wesen. Ist ein ja, merke ich. Ist ein Moskito drüber, mit dem tun sie nichts. Oh. Ein Sternenwölfe, wo kommen die denn auf einmal her? Das waren die, mit denen ich zu tun hatte. Und die hast du nicht geschafft? Es waren drei. Ich weiß nicht, warum die nicht gestorben sind. Ich hab alle umgehauen. Ja, hätte ich im Normalfall auch. War wohl da nicht normal heute. Ja, ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Kannst du auch nicht sagen. Oh, ein Wolf. Und noch ein Wolf. Und tote Wölfe. Oh, wei, 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 das kann dauern. Bei Kobold auch noch. Jetzt geht's aber los hier. Ja, Olli, ich wünsche dir gute Besserung auf jeden Fall. Ne? Tut mir leid mit deinem Rücken. Weiß aber, dass das schon mal richtig fies sein kann. Also von daher volles Verständnis von meiner Seite dafür. Und ja, ich hoffe, dass es dir bald wieder gut geht. Und wir wieder smalltalken können. Dann mal gute Besserung. Ach ja. Bis bald. Mach's gut. Drück dir den Daumen, dass es schnell geht. Ich weiß immer, wenn man von jemandem redet, kommen wir, ne? Ja, ist komisch, ne? Ja, praktisch. So, ich habe die Kiste leer gemacht, dann können wir in den See stechen. So. Hi ho! Die raue See wartet auf uns. Oh, wir haben was zu trinken. Dann ist alle ja wahrscheinlich wieder da. Alea? Die hat ja jetzt schon zu länger, um damit zu kämpfen, dass er immer diese Rückenschmerzen hat. Ist natürlich nicht schön. Gibt es Schlimmeres, als ständig irgendwie Schmerzen zu machen. Das ist ätzend. Ich hoffe immer, dass ich davon so lange wirklich verschont bleibe mit meinem Nacken.
nicht so Dauersache wird, sondern immer nur zeitweilig ist. Ja, hoffe ich echt und kann da sehr gut Olli mitempfinden. Finde ich echt. Ist immer eine scheiß Situation, muss man einfach so sagen. Und das Schlimme ist ja, dass man dagegen eigentlich nicht selber was machen kann. Und kann einfach nur hoffen, dass es wieder eine gute Phase gibt. Heißt, hat sie sich verlaufen? Ich weiß es nicht. Oder ist ins Klo gefallen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, über eine Suchmannschaft hinschicken. Ja, ja. Das. Hm. Ah. Mein Kollege wird morgen auf der Arbeit richtig abkotzen. Weil er alleine ist, meinst du, oder was? Ja, die sind. Also wir sind eigentlich eine Truppe von, ich glaube, 5 Mann. So, der eine hat Montag, Dienstag frei, weil er was zu Hause machen muss. Ich und der andere Kollege sind positiv. Mhm. Also bleiben nur noch 2 über und wir haben reichlich Arbeit. Ja, das ist immer scheiße, ey. Ich habe schon gerechnet. Ich habe am Freitag ging es mir schon so. Ah, war schon nicht so gut. Weil ich den ganzen Tag immer nur Schluck auf hatte, warum auch immer. Ja, und jetzt kann ich mir denken, warum. Ja, ich denke auch, dass ich wahrscheinlich schon irgendwas hab, weil mein Chef ist halt positiv und ich denke, dass ich mich da angesteckt habe. Ne? Aber jetzt es kann natürlich sein, dass die Würren an sich bei dir jetzt nicht anschlagen, dass du positiv getestet wirst, sondern eher, dass du schon Erkältungssymptome kriegst, aber halt nicht positiv mehr bist, weil dein Körper Antigen hat. Ne? Ja, oder eben. Ich hab's von Patricia angeschleppt. Allee, ja, als das mit Patricia war, da hatte ich noch nichts gemerkt. Also ich habe erst was gemerkt, als der Chef positiv war. Einen Tag drauf hatte ich auch was. Ja, ich hatte ja was. Das Lustige ist, ich habe ja Freitag eigentlich noch gar nichts gehabt. Und das Einzige ist, auf einmal über Tag kam dieser blöde Schluck auch morgens irgendwann, der nicht mehr wegging. Willst du nicht mal links rumfahren? Vielleicht finden wir da ja noch was. Nein, will ich nicht. Okay. Ah, just a question. Nein? Nein. Nein? Ups, was war das? Hä? Okay. Ich sehe aber absolut gar nichts. Hey, wir stehen auf dem Stein drauf. Denk an deine Ausdauer. Yep. Ah, da auf der rechten Kante ist er hier. Jo, das dürfte reichen. Könnt wieder einsteigen. Go, go, Gadetto, Mattes. Troll. Hi, Troll. Oh, nein. Okay. Okay. Alles gut, der Wind hat sich schon gedreht. Gibt wieder volle Fahrt. Ich finde den halt, diesen Perk einfach nur geil mit der Windrichtung. Ich hab immer Rückenwind. Das ist der Hammer hier, dass der Troll so dicht an uns rangekommen ist. Das Wasser ist ja auch nicht tief. Ja. Das ist halt immer so durch den Fluss fährt, der die Meere miteinander verbindet. Aber ich liebe die Stelle hier. Ich finde das schön, dass man mit dem Schiff so zwischen den Inseln zu fahren. Jetzt fängt er schon wieder an zu fressen. Ich kann kotzen. Jetzt siehst du es nicht mehr. Wow. Wir hören es aber. Ja, hören tue ich es immer noch.
Du animierst mich schon wieder zum Essen. Ja, Entschuldigung, ich kann für meine Frau nichts. Okay, ich hoffe, dass du mich schon wieder bringst hier. Die will ich halt nur mästen, ganz einfach. Ja, die will, dass ich unattraktiv für andere Frauen bin. Naja, der andere Kerl gefällt dir auch besser. Ja, so ist das. Mich willst du gleich messen. Ja, war schön, wenn du dich messen lässt. Mach dich nicht unattraktiv. Du hast ja 3 Jahre Zeit, um was zu verändern. Nicht nett. Nicht nett. Hä? Das war jetzt nicht nett. Was? Du hast doch 3 Jahre Zeit, dich zu verändern. Wieso? Ist doch wahr. Ja, ja. 3 Jahre. Klar, natürlich, aber ja. Sie ist gut, wie sie ist. So, so. Kann ich nicht beurteilen. Boah, das höre ich zum ersten Mal. Echt jetzt, ne? So ein Lob von deinem Vater? Ja. Ich konnte die Schlappe von Mattes jetzt hier gerade nicht im Raum stehen lassen. Schön, schön, schön. Was sagst du? In ein paar Wochen nehme ich eh wieder aus dem Mannschaft. Aber Stress ist auch nicht gesund, das nimmt man dann statt ab, nimmt man dann zu. Nee, ich nehme dann mal schnell auch 3-4 Kilo ab. Sind denn 3-4 Kilo? Hallo? In einer Woche. Hört sich schon anders an. Paul? Außerdem habe ich 5 Mal die Woche Sport, da kann ich mir auch mal ein Eis machen. Das nimmt sie aber jetzt immer zu Herzen, ja? Rückwärts einparken, müsst ihr doch eigentlich gleich piepen, ne? Kein Pieper dran. Ah, okay. Du kannst ja. Nein.
Aui. Aua. Jetzt schon wieder. Was genau stellst du da an? Ein Kreuzberg hinter mir herzieht. Komm mit, mein Kleiner. Oh, da ist ein Troll. Tja. Komm alle her, wir essen zeitig. Noch zwei Fuhren Silber drin. Ich würde Schiff. Ja. Schiff reparieren, glaube ich, noch, ne? Eigentlich müsstest du das einmal ringsum einmauern. So einen schönen, so eine Landungszone richtig bauen. Also jetzt nur noch das Schwarzmetall drin. Okay.
nicht mit Shift läuft, dann bringt das nichts. Genau ins Loch reingefahren. Ja, ich hab's. Können wir die Werkbank reparieren? Also ein Troll. Ja. Bevorzug keine Sprintenergie. Soll ich den Troll mal mitnehmen? Nö. Jetzt habe ich wieder welche. Dann nehme ich den Krautzwerg mit. Komm, wie viel kam? Aua. Ich will schauen. Ich hab wieder eine Leine. Schweine ist das ja gut. Scheiße. Hier ist eine blöde Kante drin, ey. Ja, hier auch. Ja, da habe ich letztes Mal auch gehangen. Irgendwer hat hier Bäume gefällt und hat die ganzen Stümpfe alle stehen lassen. Hast du jetzt schon mal wieder was von dem Besten gehört? Von wem? Ja, von dem Max, von dem Allerbesten. Nee. Der alles hatte, aber nichts mehr wusste. Ja, genau. Beste Ausrüstung, aber er weiß nicht mehr, wie er sie gekriegt hat. Mhm. Eh gut. Mal, wo wollt ihr eigentlich hin? Tja, irgendwie den Berg hoch. Die Straße war auf jeden Fall zu steil. Ja, die Straße war zu steil. Das Stück hier daneben ist weniger steil. Ich komme jetzt zur Straße wieder. Eine schräge drin, mehr nicht. Ja, und die kam ich nicht hoch. Ich komme allerdings hier auch nicht hoch, mal davon abgesehen. Ja, müssen wir graben. Das tut es so nicht.
Ja, fast. Ist auch noch zu steil. Keine Chance. Ey, krabbt auch extrem tief, da kommt ihr doch nie wieder raus aus dem Loch. Du bist ja unterhalb der Straße. Ey, jetzt hast du es wirklich zu tief gegraben. Da muss ich ja morgen früh aufstehen. Du musst ja morgen früh aufstehen? Wegen Arzt also oder was? Um 7, ja, weil es kann sein, dass sie um 7:30 schon anrufen. Und ich habe eine E-Mail hingeschickt. Weil zum Arzt hin darf ich so oder so nicht. Fehlt wieder Holz. Ja, weiß ich ja, wo Bäume stehen. Ja, ich habe auch irgendwie voll. Da ist noch grünes Vieh an unserer Mauer. Ja.
mal auf, Sachen anzupflanzen oder besser gesagt zu ernten alle, ja, wir haben keinen Platz mehr in den Kisten. Ja. Wir haben keine Schweine, die sie essen und macht halt einfach keinen Sinn momentan. Wo ist denn das Geld hin? Welches Geld? Hier waren zwei Stacks Münzen. Keine Ahnung. Jetzt ist nur noch ein Stack. War es aber auch. Ist das Geld nicht? Gut, damit danke ich euch wieder fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.